der letzte Müll, was die da machen. Was genau finden alles, Sie daran katastrophal? Alles. Die ganzen Preise und alle, die ganzen Asylbewerber werden alle bevorzugt. Die Obdachlosen liegen weiterhin auf der Straße. Kann es nicht sein. Diese ganze grüne Politik, das ist für mich das Allerletzte. Die Menschen sind denen egal. Im Grunde genommen sollte neu gewählt werden. Das, also, ich bin sprachlos eigentlich, was hier los ist. Ja? So ein Durcheinander und so ein komplettes Versagen. Normalerweise müsste die Regierung wirklich müsste so aufgelöst werden, da müssten Neuwahlen kommen, weil das ist Quatsch, was jetzt gemacht wird. Aber die verstehen es ja nicht. Scheiße. Was findest du scheiße? Alles, was sie machen. Die kümmern sich nicht um unsere Leute, die hier leben, die beispielsweise auf der Straße leben, aber kümmern sich um andere Länder. Jeden Tag, wenn ich die Nachrichten höre oder die Zeitung lese, bin ich einfach sehr überrascht und enttäuscht. Das mit diesen 60 Milliarden umschichten, da frage ich mich schon, was das für Leute sind, die da in der Regierung sind. Man sollte mal denken, dass sie das vorher überprüft haben. Aber anscheinend nicht. Und eigentlich müsste das jetzt eingespart werden. Ich kann auch nicht mehr Geld ausgeben, als ich habe. Ne? Bisschen sparen wäre jetzt schon mal angesagt. Das haben die Politiker einfach verschlafen, die ganze Situation. Und deswegen ist es so, wie es jetzt ist. Das ist mit Ansage gewesen, dass es schief läuft. Man kann Geld nicht ausgeben für eine Sache, für die es gar nicht vorgesehen war. Keiner kann privat so wirklich haushalten, wie die das gemacht haben. Also im hohen Grade unverantwortlich eigentlich. Man ist versucht zu sagen, ohne Verstand gemacht. Ne? Also. Welche Partei, von welcher sind Sie am meisten enttäuscht? SPD, FDP oder Grüne? Ich würde sagen, von alle drei. Ich würde schon sagen, die SPD und die FDP, dass sie sich nicht ganz gegen den Wahn der Grünen da durchgesetzt haben. Also da hätte jemand sagen müssen, hey, das geht so nicht. Was muss passieren? Wir finanzieren die Kriege, wir liefern immer zu, statt für Frieden zu sorgen. Kinder, ich mache mir wirklich große Sorgen um die Zukunft meiner Enkelkinder. Wirklich, wenn man das jetzt hört und beobachtet, was jetzt läuft. Nee, das macht mir schon große Angst. Nee. Deutschland hatte mal eine super Position, inzwischen fehlt es an allen Ecken und Enden. Und es ist wirklich schade um dieses Land. Und ich bin hier geboren, ich bin über 30 Jahre hier und habe keine Perspektive mehr, weil die deutsche Regierung alles uns kaputt macht. Also so viel Mist, wie jetzt gebaut wird, das gab es noch nicht. Und wenn ich den, ich hätte bald gesagt, unseren Oberguru, den Habeck, sehe, dass er keinerlei, was er falsch gemacht hat, einsieht, ist für mich völlig unverständlich. Was würden Sie denen gerne sagen? Das ist unverantwortlich, war ohne Plan B in diese ganze Sache hineinzugehen. Und dass ich mich frage, wie sie das lösen werden, das wird sehr schwierig. Heute habe ich gelesen, dass die Schuldenbremse eben doch aufgehoben wird. Ja, ich denke, es ist eine vernünftige Entscheidung unter diesen Umständen, aber ist auf Kosten von uns allen. Ist nicht gut zu Ende gedacht, ein echtes Problem.